Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich sitze heute hier im Bad und was mache ich im Bad? Wahrscheinlich das, was jeder andere macht, logischerweise. Aber ich möchte heute über das Abtrennen, Reinigen von Fremdenergien sprechen. Im zweiten Teil des Videos und im ersten Teil des Videos geht es mir darum, wie erkenne ich denn Fremdenergien? Und da möchte ich dir ein bisschen was aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen und auch das, was mir Klienten berichten, die mit Fremdenergien zu tun hatten. Also erstens einmal, wie erkennst du denn Fremdenergien? Bei mir ist es so, grundsätzlich sind das sehr subjektive Wahrnehmungen. Das heißt, man kann das jetzt nicht immer verallgemeinern. Aber entweder merke ich das A, dass ich sehr schnell sehr müde werde und so 5 Minuten Schlaf brauche, dann ist das auch wieder gut. Im Schlaf regeneriert sich nämlich das Energiefeld ganz gut bei mir. Und die zweite Variante, also Müdigkeit, und die zweite Variante, wo ich es merke, ist wie das Gefühl, wenn man so wie du so durch Spinnweben läufst, also wie wenn da was in den Haaren wäre, irgendwas Feines oder wenn wo was krabbelt auf den Armen, also so merke ich eigentlich Fremdenergien. Diese Spinnweben-Sensationen habe ich meistens dann, wenn ich irgendwo in Menschengruppen bin, das heißt bei Konzerten oder Einkaufszentren, also wo mehr Leute sind, da spüre ich dann eher so dieses Kribbeln und das wäre für mich so ein Zeichen, okay, da habe ich ein bisschen Energie übernommen. Das ist jetzt alles per se nicht tragisch, weil letzten Endes ist es Energie. Entweder dein Energiefeld hat genug Ressourcen, dass es sich sowieso wieder reinigt. Und das sollte eigentlich ein Energiefeld machen. Das heißt, normalerweise sollte das selber sich auch wieder dieser Dinge entledigen. Variante 1 oder es gibt ganz einfache Methoden, wo man eben so Rituale machen kann, wie man das rauskriegt. Da komme ich dann später gleich dazu. Was ich in Sitzungen erlebt habe bei Klienten, die mit Fremdenergien zu tun haben, die bemerken das oft einmal durch trübe Augen. Also das Gefühl, man sieht nicht klar, dass so die Augen so ein bisschen verschleiert sind. Und das geht auch dann sofort weg, wenn man das ausreinigt. Oder einen Druck am Kopf. Oder einen Druck auf einer gewissen Stelle, Solarplexus, also Magen oder Kopf, wo die dann auch merken, okay, da habe ich eine Fremdenergie übernommen. Ein weiterer Indikator für eine Fremdenergie ist auch, dass du zum Beispiel Gefühle hast, die du normalerweise nicht hast. Also man sollte sich schon klar und gut kennen, aber wenn du auf einmal besonders wütend bist, besonders traurig bist, besonders hoffnungslos bist, besonders ängstlich bist und das aber nicht gewohnt bist, dann kann das auch eine Fremdenergie sein. Fremdenergien generell, die begleiten dich maximal einen Tag oder so, ja, sage ich jetzt mal, Pi mal Daumen. Also die haben auf jeden Fall eine kürzere Brenndauer. Wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt seit 5 Monaten depressiv, dann würde ich das nicht auf Fremdenergien schieben. Das sind mal so Indikatoren für Fremdenergie. Wie kriegt man es raus? Drum sitze ich ja schon im Badezimmer. Duschen ist immer gut. Ja, reinigen, abreinigen, also wirklich die physische Reinigung. Duschen, wenn du keine Dusche zur Hand hast und das Gefühl hast, ach, ich habe mir da energetisch was aufgefangen und man spürt es in den Haaren oder so, dann muss man sich nicht automatisch den Kopf waschen, sondern es reicht schon, die Hände gut reinigen, waschen und ich lasse mir dann so gerne hier so ein bisschen bei den Handgelenken drüber, also auf dem Handrücken da Wasser nochmal durchfließen und stell mir vor, das reinigt quasi nochmal ab, alles energetisch fließt von mir ab und dann kriege ich das auch ganz gut runter. Aber ansonsten ist eine Dusche natürlich toll. Wenn du da ein Ritual dazu machen möchtest, Salz reinigt, Essig reinigt, das heißt, du kannst dir ein bisschen mehr Salz, auch wenn du eine Badewanne hast, in die Badewanne geben, im Badewasser auflösen, da würde ich so eine Handvoll nehmen, oder ein bisschen Essig, ja, da würde ich so einen halben Liter, halben Liter Essig circa reinschütten in die Badewanne, das reinigt auch, muss man halt mögen. Das wäre mal so, von den Haushaltsmitteln, sage ich mal, die man daheim hat, eine Möglichkeit. Was auch ein gutes Schutzöl ist, ist das Nardenöl. Das erdet sehr stark, hat ein bisschen einen erdigen Geruch, aber das erdet sehr stark und dadurch reinigt es natürlich auch von Fremdenergien. Denn wenn du klar in deiner Mitte bist, dann kommt dir natürlich auch keine andere Energie rein. Ist ganz klar, dann bist du ganz klar abgegrenzt.
Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, wenn du das Gefühl hast, okay, das kriege ich von selber nicht los oder das ist etwas zäher, natürlich schau bei mir vorbei, wende dich an eine Energetikerin, einen Energetiker, schau einfach mal, da kannst du dich auch unterstützen lassen und eben auch ausreinigen lassen. Ich würde nur empfehlen, dieses Weltbild, überall sind negative Energien und ich nehme die so leicht auf, da ein bisschen aufpassen, weil sonst automatisch natürlich die Lebensfreude darunter leidet. Denn wenn die Welt jetzt ein feindlicher, negativer, böser Ort ist, dann ist es natürlich schwierig für dich, da locker und entspannt durchzugehen oder irgendwo Freude zu empfinden. Und da merkt man dann schon, okay, da reduziert man sich sozial immer mehr, schränkt die Kontakte ein und das ist natürlich dann eine sehr ungesunde Spirale. Also da würde ich auf jeden Fall aufpassen und da nicht reintappen. Ja? Also das wären so Möglichkeiten. Es gibt auch Meditationen, wo man sagt, man macht so Reinigungsmeditationen über goldenes Licht. Da gibt es unzählige hier am Kanal, so schnelle Reinigungen, Schutz aufbauen. Also da hast du genug Tools in der Hand rundherum, wie du auch damit umgehen kannst. Abschließend möchte ich sagen, es ist alles Energie und wir brauchen keine Angst vor Energie haben. Hab keine Angst vor dem Unsichtbaren, hab keine Angst vor einer negativen energetischen Macht, die dich ganz massiv schlecht beeinflusst. Das ist so aus meiner Erfahrung her nicht haltbar. Ja? Und es ist ein völliger Quatsch, sich darauf einzusteifen, dass man sagt, eine fremde Energie ist dann das große Böse und ich leide dann permanent darunter. Wenn etwas permanent ist, dann würde ich das einmal anschauen lassen. Ja. Sei es bei einem Energetiker oder halt dann auch eventuell mal, und das ist nicht mein Fachgebiet, aber dann würde ich eventuell mal mit einem Psychologen auch sprechen, wenn ich das Gefühl habe, permanent von fremden Energien belastet zu sein. Ja. Das wäre es eigentlich. Vom Badewannenrand aus dem Badezimmer ein reinigender Podcast, hoffe ich. Ich wünsche dir eine gute Zeit, alles Gute und bis nächstes Mal. Lass mir einen Daumen hoch hier, schreib mir in die Kommentare, falls du an einem Thema interessiert bist oder wie du fremde Energien wahrnimmst, würde mich interessieren. Und wir sehen uns demnächst wieder. Dein Oliver Ereni aus dem wunderschönen Linz. Tschüss.